Tauben als Kolonie fühlen sich in solchen geschlossenen Anlagen mit Freiflugmöglichkeit wohler, da wo sie gemeinsam brüten und ihr Kolonieverhalten ausleben können. Fast alle unsere Tauben sind ehemalige Brieftauben, die seit Jahrhunderten von Menschen domestiziert worden sind und sich so an den Menschen gewöhnt haben, dass sie bei Menschen leben wollen. Ab und zu kommt es vor, dass sich auch echte Wildtauben, das sind zum Beispiel Ringeltauben, Türkentauben oder Hohltauben, sich auf Futtersuche in solche Volieren verirren. Diese Tiere zeigen dann aber ein völlig anderes Verhalten, nachdem sie Nahrung aufgenommen haben. Wollen sie die Voliere sofort verlassen und fliegen in die Ecken. Und wenn wir das feststellen, dann werden sie sofort freigelassen. Man sieht deutlich den Unterschied zwischen den Wildtauben und den unseren Stadttauben, den ehemaligen Brief- und Haustauben. Die Wildtauben möchten ins Freie und diese Stadttauben fühlen sich in solchen Anlagen entschieden wohl.